Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich hier so ein Multifunktionstool mit Akku. Das ist recht praktisch. Nur hat das folgendes Problem. Ich habe gestern damit mit so einer kleinen Trennscheibe Kunststoff geschnitten. Dann ist die Scheibe hängen geblieben. Und seitdem, wenn ich es einschalte, dreht sich der Motor nicht mehr. Gut, dann werden wir mal auf Fehlersuche gehen. Übrigens, Akku ist voll geladen. Das war mein erster Gedanke, dass der Akku nicht ganz voll ist. Weil wenn der Akku zu schwach ist, dann macht er nämlich auch nichts. Öffnen wir das Ding einmal. So, und wie ich das sehe, ist hier der Gummi, sieht man das in der Kamera, ist eh zweigeteilt, das heißt, ja, man kann den Deckel einfach abnehmen. Gut, was haben wir hier drinnen? Hier mal die Lights, weil das leuchtet ja da vorne so schön, ist recht praktisch beim Arbeiten. Hier eine Welle, Motor, Akku. Dann werden wir zur Sicherheit einmal den Akku abschließen, weil der ist jetzt wirklich voll geladen, das heißt, der hat jetzt wirklich Energie. Und beim Akku, das ist ein 7,4 Volt Lithium-Ionen 1500 mAh. Aber der Akku ist in Ordnung, weil sonst würde die Elektronik da nicht leuchten. Als nächstes würde ich einmal sagen, testen wir uns einmal. Ah, da ist noch ein Gummiding, das will ich nicht verlieren. Das ist, dass der Motor ein bisschen gelagert ist. Dann werde ich einmal mit dem Labornetzgerät den Motor eben diese 7,4 Volt oder ein bisschen weniger geben. Was haben wir gesagt? 7. Nehmen wir 7 Volt einmal. Was geben wir als Begrenzung? Nochmal 300 mA würde ich sagen. Da rennt man in die Current rein. Ich glaube, Problem gefunden. Ah. Der Motor. Verhält sich. Wenn ich ihn antauche. Aber ich kann ihn ganz leicht anhalten. Warte, ich gebe mal mehr Volt. Ich gebe ihm mal die 7,4. Ja, ich kann ihn ganz leicht anhalten und das dürfte natürlich nicht sein. Geben wir mal mehr Ampere. 800. Ich kann ihn immer noch anhalten. 900. Ein Ampere. Wird schon besser. Aber ich muss ihn anschubsen. Gehen wir mal. Wie viel Watt sollten das Ding maximal können? Da steht nichts von Watt. Aber ich verstehe nicht, dass ich den Motor, der dürfte was haben. Ja.
Na, wenn ich ihm. Zwei Ampere gebe. Aber schaut's, ich muss ihn anschubsen. Das ist nicht normal. Also ich vermute, der Motor hat was. Gut, dann werden wir mal vorsichtig den Motor ausbauen. Ah, das hängt da. So. Kann sein, dass da eine Wicklung eine interne Wicklung durch ist. Ich weiß nicht, ob ich Motoren in der Baugröße da habe. Mit der passenden Leistung. Na gut, aber ihr seid ja neugierig auf die Elektronik. Werden wir mal die rausnehmen. Es wird eine ganz einfache Steuerung nur sein. So, das ist nur mit einer Schraube fixiert. Da ist das nächste Motorhalter. Ja, drei Knöpfe, Mikrocontroller. Schauen wir mal, was das für einer ist. Aha, die haben die Bezeichnungen runtergeschliffen. Diesen Mikrocontroller MOSFET, eine Sicherung. Aber die könnte ich einmal überprüfen, ob die Sicherung überhaupt in Ordnung ist. Ja, die Sicherung hat einen Durchgang. Was könnte man noch testen? Können testen, ob vom Akku Strom zu den Anschlüssen kommt. Es kommen raus 8 Volt. Das heißt, Spannung ist da. Das heißt, das Problem dürfte dann wirklich der Motor sein. Legt man noch mal den Motor an. Aha. Jetzt tut er wie. Aber jetzt habe ich ihn falsch gepolt angesteckt. Das heißt, wenn ich ihn umpole, wie ihr richtig gehört, tut auf einmal auch wieder. Also jetzt habe ich echt keinen Plan mehr, was da war. Na gut, dann bauen wir das wieder zusammen und testen dann. Gut, das Ding tut wieder, was es soll. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.